Was gibt es für Kinder Schöneres, als sich zu verkleiden, einmal Prinzessin, Indianer, Biene Maya oder Polizist zu sein? Dafür gibt es gerade jetzt in der Faschingszeit die beste Gelegenheit. Seit Jahren findet immer am Sonntag vor dem Rosenmontag eine große Kinderfaschingsfete im altehrwürdigen Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau statt. Während es draußen wie aus Kannen schüttete, herrschte im zauberhaft geschmückten Saal des Ballhauses reges Treiben. Mit ordentlich Partymucke wurde den kleinen Narren so richtig eingeheizt. Die meisten Kinder waren in Begleitung ihrer Eltern und Großeltern gekommen und auch die hatten sich natürlich verkleidet. Für beste Unterhaltung auf der Bühne sorgte in diesem Jahr Evelin Erler, Sportwart und Trainerin beim TSC Silberschwan. Tatkräftige Unterstützung hatte sie dabei von ihrem Ehemann Thilo. Großen Zuspruch gab's dann auf die Polonaise durch den Saal. Wer dann erstmal eine Pause brauchte, natürlich war auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Bestandteil des Eintritts für die Jüngsten war ein gratis Pfannkuchen. Aber auch sonst kam wohl jeder auf seine Kosten. Süßes der besonderen Art hielt Yvonne Pfretschner auch diesmal wieder vor. Yvonne, alle Jahre wieder und genau. Natürlich seid ihr Pfretschners auch in diesem Jahr wieder dabei. Was haltet ihr dieses Jahr vor? Also, wir machen ja immer hier Kinderfasching. Ich bin auch morgen in Werdau, weil da ist auch noch mal Kinderfasching, damit was für die Kinder da ist. Es wird ja auch immer weniger. Ne? Wir müssen für die Kleinen auch was machen. Noch mal ein bisschen Zuckerwatte, Leuchtschwerter und gebrannte Mandeln und Popcorn, damit das leibliche Wohl gesorgt ist. Also eine rundum tolle Sache hier wieder in der Neuen Welt. Ja, es machen super Veranstaltungen, machen das immer sehr schön für die Kinder. Und es wird auch gut besucht und gut angenommen. Ist es ausverkauft? Ja, also machen Sie Ihre Sache gut, würde ich sagen. Zahlreiche Mitmachangebote konnte man auch im Foyer der Neuen Welt finden. Ob Lego-Steine zusammenfügen oder ein Parcours auf dem Hüpfball absolvieren, es war für alle was dabei. Seitens des TSC Silberschwan zeigten die Mitglieder der verschiedensten Altersklassen dann auf der Bühne Kostproben ihres Könnens und luden die Gäste zum Mitmachen ein. Dann gibt's ganz bestimmt auch 2025 eine Neuauflage der Faschingsfete in der Neuen Welt. Dann heißt es rechtzeitig Karten sichern, denn in diesem Jahr mussten wir bereits sehr früh verkünden, dass das Event ausverkauft ist.